Mühlen ist eine von 6 Bauernschaften in der Gemeinde Steinfeld und wurde erstmals im Jahre 977 nach Christus urkundlich erwähnt. Pferde aus Plastik, wohin man schaut. Aber auch ganz Lebendige bewegen sich hier im Ort. Die Brüder Alwin und Paul Schockemöhle haben hier in Mühlen ihren Wohnsitz. Die bekannten Springreiter haben dafür gesorgt, dass der Heimatort Mühlen immer eng mit ihnen verbunden blieb und somit wurde der Ort durch die Erfolge der beiden in der ganzen Welt bekannt. Für die Rundumversorgung der Pferde befindet sich eine tierärztliche Klinik in unmittelbarer Nähe des Hofes Schockemöhle. Die älteste offizielle Seefahrtsschule des Oldenburger Landes im Binnenland, 130 Kilometer von der Küste entfernt, steht hier in Mühlen. Im Jahre 1817 entstand die Nautische Schule auf Initiative des Lehrers Johann Heinrich Rabe. Da damals fast alle Söhne der Heuerleute im Sommer mangels Arbeitsplätze in der hiesigen Gegend zur See fuhren, war es ein Ziel, diesen nautische Kenntnisse beizubringen. In der reizvoll landschaftlichen, bäuerlichen Umgebung lädt das Mühlener Landcafé zum Verweilen ein. Im Jahre 1908 entstand das Franziskanerkloster mit Kirche in Nähe des Bahnhofs. Die Pfarre- und Klosterkirche St. Bonaventura, eine neuromanische Basilika aus Backstein erbaut, mit Querhaus. Die Wassermühle Meier in Mühlen gibt es an diesem Standort seit dem Jahr 1556. Bis in die 1950er Jahre war die Mühle mit 2 Wasserrädern ausgerüstet. Ein Rad für die Mahlgänge und ein Rad für die angeschlossene Sägerei. Das Gebäude wird heute als Büro genutzt. Die Teichanlage wurde im Jahr 2007 im Rahmen der Arbeiten für den angeschlossenen Landschaftspark vergrößert und erweitert.
Der Ort Mühlen und die landschaftlich schöne Umgebung laden zum Besuch ein. Am Sonntag, den 24. März, wurde der 9. Marathon Lohne gelaufen. Außer der Marathon wurde auch der Dreiviertelmarathon, den halben Marathon und der 10-Kilometer-Lauf absolviert. Unter voller Sonnenschein, aber mit Temperatur rund 0 Grad und mit einem Polarwind, sodass Gefühlstemperatur
bedeutend niedriger lag, sehen wir gleich der Start von den Halbmarathon. Die Läufer hatten mit diesem arktischen Wind sehr schwer. Doch das Publikum, aber auch die Läufer, die vorbeikamen, wurden unterstützt durch tollen rhythmischen Musik von Samba Lone. Yasa Yusuf Niedfeld aus Dinklage grüßt hier seine Frau und Kind. Und hier sehen und hören wir, wie eisig und hart der Wind war. Dann gehen wir 352. Ruhe!
Trabi Nummer 36, Wilhelm Ruth. Ja. Und Stefan und Trabi. Stefan, hältst du die Gruppe zusammen? Das ist wirklich okay. Trabi ja. Nummer 5000, wir hören mal nach Katharina Landwehr. Katharina, auch alles okay? Schön, weiter so. Trabi Nummer 33, Eni Huber. Ihren 194. Marathon hier in Lohne heute absolviert. Und es sieht so aus, den schaffen sie zu viele. Trotz der Kälte gibt's auch die Diehards mit kurzer Hose. Hier sehen wir Gabi Schumacher aus Vechta. Sie wird auf der Marathon Dritter bei den Frauen 40. Mit 367 sind wir Maren Gödecke und 378 Katrin Johansen von Willeshauser Treff.
Und da kommt mit Startnummer 179 wieder ein Diehard mit kurzer Hose, Manfred Niehuser von LT Ramslow. Hier kommt mit Nummer 51 Antonio Moro aus Peru. Er wird Dritter auf dem Marathon. Mit Nummer 43 Siegfried Krüger aus Kerkselte, Vierter auf den Marathon. Und den Applaus für Zambalone ist zu Recht.
Auf den 10 Kilometer wird Alex Hasselbach von OSC Damme erster, Sebastian Hanöver von RSG Lohne Vechta zweiter, Dominik Franke von SG Diepholz dritter. Der erste Platz auf den halben Marathon war vor Christian Bröhrung, Blau-Weiß-Lohne, zweiter Tobias Penske, Blau-Weiß-Lohne und dritter Henry Schellingmann von Team Alpha. Sieger beim Dreiviertelmarathon war Daniel Witte von LSF Oldenburg, zweiter Bastian Düser von BSG EWE und dritter Stefan Dodemann von Lauftreff Gander-Gesee. Und der Marathon wurde gewonnen durch Oliver Sebranke von LC Hansa Stur, zweiter Peter Kaminski von LG Emsdetten, dritter wurde Marco Kleine-Bomhorst von LG Heute Sinnig.